Hallo liebe Tanzschritt-Freunde und Let's Dance-Fans, jetzt wieder Pro-Am Austria mit unseren Reviews zur fünften Sendung von Let's Dance. Ich glaube, wir haben wieder eine tolle Sendung gesehen, Thema der 90er Jahre, spannendes Jahrzehnt, witzige Musik. Geile Musik. Geile Musik, ja, wie man es halt nimmt. Wir haben auch super Verbesserungen der Paare gesehen, auch bezüglich dem, was wir die letzten Wochen immer wieder kritisiert haben, Partnering und Führung, da waren einige sehr, sehr gute Beispiele dabei, werden wir später noch dazu kommen. Diese Woche leider nicht dabei Barbara Meyer, da ist leider die Großmutter verstorben und auch von unserer Seite hier herzliches Beileid an dieser Stelle. Genau. Was wir zum ersten Mal gesehen haben, waren die Gruppentänze. Diesmal war es Boys gegen Girls. Girls haben gewonnen, gut gemacht. Knapp haben sie gewonnen. Sehr verdient gewonnen. Ja, es war eine coole Choreografie, war lustig zum Anschauen, gut gemacht. Wer nicht mehr dabei ist, ist Chakal, diesmal ausgeschieden. War jetzt keine große Überraschung, trotzdem werden wir ihn vermissen. Er hat sich verbessert, er hat sich auch von den Punkten her deutlich verbessert. Trotzdem, Jury letzter Platz, zu wenig Anrufe und leider ausgeschieden. Ja, vor allem, er ist mega süß einfach. Ja. Das war letztes so bemüht, aber wir haben jetzt schon in den letzten Wochen gesagt, wir gehen waren einmal. Wird es eng, das hat ihn diesmal wirklich erwischt, leider. Okay. Andererseits, wir haben schon über große Verbesserungen gesprochen. Thomas Hermanns wieder auf Platz 1, gemeinsam mit Jimmy Blue, Ochsenknecht. Die haben eine Rumba und einen Tango getanzt, super geführt, super Ausdruck, sehr coole Choreografien, also 28 Punkte für die beiden Herrschaften mit ihren Profidamen. Ja. Auch verdient, würde ich sagen. Ja. Auf jeden Fall. Andere positive Beispiele? Ja, für mich in einer ähnlichen Kategorie fallen Judith und Erwig mit ihrem Quickstep. Also auch das, super Haltung, sehr, sehr stabil, schön miteinander. Ja. Vielleicht jetzt vom Showfaktor her nicht ganz so gut wie Jimmy Blue. Und, aber auf jeden Fall sehr, sehr gutes Paar. Ja. Super überraschend für uns alle Roman Lochmann mit seinem Contemporary. Also das war wirklich sein Moment. Man kann nur hoffen, dass er einfach diese Lockerheit, die Dynamik, die Freude am Tanzen mitnimmt in Standard und Latein und nicht wieder ein alter Bewegungsmuster zurückfällt. Ja. Der hat sich wirklich sehr, sehr verbessert und das ist auch immer das Schöne an diesen Sendungen, wie sich Paare einfach verbessern. Genau. Und Paare vielleicht sich nicht verbessern und eher stehen bleiben, wie zum Beispiel Julia und Massimo mit ihrem Salsa, weil der war in den Side-by-Side eigentlich sehr synchron, es war vielleicht ein bisschen zu wild von der Führung auch, vom Partnering her nicht ganz so schön connected wie über den eben genannten Beispielen, aber auch da wird man die nächsten Wochen noch sehen, also es ist weitergeht. Ja, es ist total interessant, wir sind eigentlich erst bei der fünften Sendung, trotzdem sieht man enorme Verbesserungen und es gibt noch so viel Potenzial, wir haben noch so viele Sendungen und wir sind total gespannt, wie sich es weiterentwickeln wird und es wird eine interessante Staffel werden, definitiv. Nicht vergessen, man findet uns auf Facebook und ihr könnt uns auch ein E-Mail schreiben auf proamaustria@gmail.com. Wir freuen uns über alle Anregungen, Anmerkungen und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche und wir freuen uns auf die nächste Sendung von Let's Dance. Bis bald. Ciao, ciao.